Drei Beispiele für Leuchtturmprojekte der Forschung am Kantonsspital Aarau. Innovative klinische Forschung, die immer den Nutzen für den Patienten im Auge behält. Mit 3D-Brillen bewegen sich die Ärzte des Teams von Professor Serge Marbacher in der Augmented Reality. Die lebensgefährliche Aussackung einer Hirnarterie kann so vor Ort beurteilt werden. Ein Forschungsprojekt untersucht, ob Chirurgen so ausgebildet werden können. Das Lehren, wenn man das anhand eines dreidimensionalen Bildes machen kann, sei das virtuell oder sei das haptisch, ist das ein grosser Vorteil, dass man weniger von diesen Eingriffen sehen muss, um den gleichen Learning-Effekt zu haben. Eine weitere Fragestellung im Projekt betrifft die Patientenedukation. Die Forschung soll nun aufzeigen, ob der Einsatz von 3D-Modellen einen Unterschied ausmacht, indem sie dem Patienten ein verbessertes Verständnis über sein Krankheitsbild und den geplanten Eingriff vermittelt. Wir haben realisiert, dass wenn wir den Patienten etwas Konkretes zeigen kann, dass sie nachher die einzelnen Schwierigkeiten, die wir ihnen probieren, auch zu vermitteln und die Risiken, die assoziiert sind mit so einer Operation, besser nachbringen. Für die Herstellung der 3D-Animationen kommen verschiedene Verfahren der Bildgebung zum Einsatz. Die Neuroradiologie steuert 3D-Rotationsangiographien bei. Röntgenaufnahmen können eingesetzt werden, Magnetresonanztomographiebilder. Und besonders dank dem Einsatz des Computertomographen entstehen die Ausgangsdatensätze, um die 3D-Bildgebung überhaupt zu ermöglichen. Wenn wir einen Angiografie-Datensatz erwerben, dann haben wir eine sehr hohe Auflösung, wo wir ganz detailgetreu die Gefäße darstellen können. Wenn wir einen computertomografischen Datensatz erwerben, ist es eher ein gröberes Verfahren und dann wird aus diesen zwei Datensatz grundsätzlich eine Fusion gemacht. Das Kantonsspital Aarau gehört zu den wenigen Spitälern in der Schweiz, die ein 3D-Druckerlabor aufgebaut haben. Aus den virtuellen Bildern entstehen physische Modelle. Mittels Laser werden die lichtempfindlichen Kunstharze aus dem Drucker ausgehärtet. Am Modell kann der Chirurg dann wie in einem Simulator Eingriffe trainieren. Hier wird geforscht, ob Operationszeit eingespart und zugunsten des Patienten ressourcenschonend operiert werden kann. Mit dem InHospitool hat das KSA aus den Bedürfnissen der Praxis eine Plattform geschaffen, die die interprofessionelle Zusammenarbeit und Information zwischen Pflege, Ärzten und Sozialdienst im Hinblick auf den Austritt des Patienten verbessern soll. Das dazugehörige Forschungsprojekt konnte dank Beteiligung des Schweizerischen Nationalfonds auf die ganze Schweiz ausgeweitet werden. Die Resultate haben für große Aufmerksamkeit gesorgt. Dank der neuen elektronischen Plattform kann man die Hospitalisation des Patienten im Schnitt um 0,5 Tage verkürzen. Der Patient profitiert von einem rascheren Austritt oder einer effizienteren Rehabilitation. Gleichzeitig kann ein Spital damit Millionen von Franken einsparen. Für uns sicher auch eine Visitenkarte. Oder zum sagen, wir machen die Innovation, wir überlegen uns, wie können wir besser hospitalisieren, wie gehen wir um mit dem Problem von den steigenden Gesundheitskosten, wie gehen wir um mit dem Problem von der, auch vom Pflegemangel, den wir haben, mit den vielen geschlossenen Betten, wie können wir es trotzdem schaffen, viele Betten frei zu kriegen. Und dort ist eigentlich so unsere Haltung, dass wir sagen, wir möchten nicht warten, bis von außen der Druck kommt, sondern wir möchten selber Innovation machen und mit dieser Innovation eigentlich einen Beitrag leisten. Der Forschungsrat ist das Gremium, das am Kantonsspital Aarau über die Mittelvergabe für die zahlreichen Forschungsaktivitäten und Projekte entscheidet. Neben dem Geld aus dem Wissenschaftsfonds stehen auch private Drittmittel und kantonale Unterstützung zur Verfügung. Der Forschungsrat koordiniert, er führt das KSA-Forschungsregister und organisiert Forschungsweiterbildungen. Regelmäßig finden auch Research Lunches zum Informationsaustausch statt.
Das Ziel ist, dass wir nationale und internationale Studien mitmachen können, dass wir die Studien, die wir für die hochspezialisierten Medizinzentren ja vorweisen müssen, auch sichern können, dass es zum Wohl für den Patienten ist und dass wir neue Studienerkenntnisse ja umsetzen können in der Klinik. Am Radioonkologiezentrum ist man seit Jahrzehnten Vorreiter im Bereich der Hyperthermie. Die Wärmebehandlung kombiniert mit einer Chemotherapie oder Strahlentherapie verbessert bei verschiedenen Tumorarten den Therapieerfolg einer Krebsbehandlung. In vielen Fällen können Patienten so geheilt werden oder man kann ihre Lebensqualität verbessern. Das Kantonsspital Aarau ist ein Teil eines großen europäischen Forschungsnetzwerks von Universitäten und Spitälern, das an einem EU-Horizon-Hyperthermie-Forschungsprojekt arbeitet. Also das Forschungsprojekt würde ich als wegweisend bezeichnen für die Hyperthermie. Es haben sich hier wirklich die größten europäischen Zentren zusammengetan, und zwar große Zentren in Deutschland, in Holland, auch in Italien, in Schweden. Und das Ziel ist wirklich, die Hyperthermie auf ein neues Niveau zu bringen, beziehungsweise eine Individualisierung von der Behandlung zu erreichen. Das Kantonsspital Aarau hat 2014 das schweizweite Hyperthermie-Netzwerk gegründet, wo sich wöchentlich 16 Zentren an einem Tumorboard zuschalten. Das Verfahren ist seit 2017 von den Krankenkassen anerkannt. Die Bedeutung der Forschung am KSA nimmt zu. Die Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen ist zwischen 2020 und 2021 um 15% auf 300 Veröffentlichungen angestiegen. Forschung stellt für das Kantonsspital Aarau einen strategischen Standortvorteil dar. Und davon profitieren auch Patienten, vor allem auch, wenn sie von der neuesten Therapie, wenn wir so in internationalen Studien mitmachen, sie von der neuesten Therapie profitieren können. Und dadurch gibt es einen Mehrwert für Patienten und die Attraktivität von dem Standort KSA wird auch gesteigert. Das bindet Nachwuchs, das ermöglicht Weiterbildung, eine insgesamte Attraktivität für die Ärzte, für die Akademiker, für die Pflege, für die Patienten. Aus diesem Grund wird die Forschung am Kantonsspital Aarau in Zukunft noch zunehmen und man möchte auf viele weitere Projekte mit großer Strahlkraft setzen.